Das sind Nervenzellen. Aus ihnen besteht unser Gehirn und unser Nervensystem. Schon von Anfang an haben wir diese Zellen und ihre Entwicklung ist nach einem Lebensjahr abgeschlossen. Sie sind die einzigen Zellen in unserem Körper, die nicht durch neue ersetzt werden können. Aber ihre Verästelungen breiten sich immer weiter aus. Etwa 100.000 Nervenzellen haben Platz in einem Stecknadelkopf. Und will man alle ihre möglichen Kombinationen untereinander zählen, so kommt man auf eine Zahl mit mehreren tausend Nullen. Ihre Aufgabe ist folgende: Wahrnehmungen zu vermitteln, damit wir Eindrücke auswerten können. Unsere Körperfunktionen werden in allen Bereichen von ihnen gesteuert, aufeinander abgestimmt und überwacht. Hier sehen wir das Innere einer Nervenzelle, die gerade bei der Arbeit ist. Ein Verkehr wie auf der Autobahn. Achtung, rechts vor links! Und die letzte Kurve vom Ziel! Na, was gibt es denn draußen Neues? Das kann weitergeleitet werden. Her damit! So ein Dauerlauf durch den Park ist was Tolles. Also, gibt es draußen was Neues? Reden Sie ja, doch ich endlich. Ich würde sagen, macht es wieder spannend. Tolles. Mag keinen Dreck, ist ein bisschen aus der Puste, lauter Kleinkram. Bin schon da. Und los geht's. Uah, ich bin müde. Was ist los? Heißt, na gut. Weiterleiten. Übermittlung. Was gibt es denn für Informationen? Der 37er sagt uns, dass ihm der Dreck unangenehm ist, Chef. Also, was sollen wir tun? Übermittelt, es liegt im Rahmen des Erträglichen. Soll sehen, wie er damit fertig wird. Der 8030 zeigt an, dass er ein bisschen außer Atem ist, Chef. Das macht doch nichts. Ist doch völlig normal, wenn man rennt. Halt, so geht das nicht. Damit bin ich nicht einverstanden. Ich habe eine Information vom Hals. Er ist völlig ausgetrocknet. Dauert das noch lang, euer Gequatsche? Und ich hab da was von den Füßen. Die Schuhbänder drücken ein bisschen. Er soll sich nicht so anstellen. Also, die Füße würden mich ja schon jucken. Wir könnten ein bisschen Spucke bestellen für den Hals. Oder einen kleinen Husten, der alles frei macht. Also, davon halte ich überhaupt nichts. Aber ich schon. Beeilt euch, oder soll ich hier Wurzeln schlagen? Er soll ein bisschen langsamer laufen. Soll erst mal schlucken, dann geht's besser. Diese jungen Leute wissen nie, was sie wollen. Was sollen wir da machen? Unsinn. Du musst doch immer deinen Senf dazugeben. Schlaumeier. Selber Schlaumeier. Was soll das? Beruhige dich doch endlich. Unser Seniorenclub diskutiert in aller Ruhe und wir sind hinterher die Dummen und müssen wieder raten. Was? Unsere Zelle empfängt ununterbrochen etwa 30.000 Informationen vom ganzen Körper, die sie verarbeiten soll. Mit eurem Gequassel kommen wir da nicht weiter. Es liegt ein Antrag für einen kleinen Husten vor, mit dreifachem Durchschlag. Wie ich das sehe, ist die Mehrheit dafür. Außerdem empfehle ich eine leichte Beschleunigung des Herzschlags. Meiner Meinung nach ist das der einfachste Weg. Ich möchte Sie also bitten, die Stimmen auszuzählen. Demokratie ist was Schönes. Mein Vorschlag hat die Mehrheit. Also veranlasst einen Hustenreflex und beschleunigt den Herzschlag. Los, mach schon! Das wurde ja auch Zeit, ihr Riesenschlafmützen. Meine Herrschaften, wir müssen ein ernstes Wörtchen miteinander reden. Zwischen dem Eintritt und dem Austritt einer Information müssen wir das gesamte Wissen parat haben. Sämtliche Erinnerungen, alle Empfindungen. Das war immer unsere größte Stärke, seit eh und je. Unser Gehirn lässt nichts anbrennen. Und ich möchte nicht, dass so etwas wie eben noch einmal vorkommt. Mit Hilfe unserer superschnellen Boten gelangen die Informationen von einer Zelle zur anderen. Oh, was ist denn? Hast du deinen Weg vergessen? Hab ich nicht. Da vorne links geht's zum Sympathikus. Und dann geht's rechts irgendwie weiter. Was geht irgendwie weiter? Na ja, die Übertragung. Was für eine Übertragung? Na, die zum Herzen. Aber weißt du noch, wo du hin musst? Na klar weiß ich das. Zweimal links, dreimal rechts und dann bin ich da. Ist ja wohl eine blöde Frage. Hör zu, du Großmaul. Ich muss dir trotzdem noch was erklären. Der Husten, das ist nur ein klitzekleiner Reflex. Dafür gibt's eine Abkürzung. Eine Abkürzung? Wart mal, eine Abkürzung? Da hast du wohl gerade in der Schule gefehlt, was? Weil der Husten ein Reflex ist, darfst du sofort über die Kommandozentrale gehen und musst nicht übers Gehirn. Erste Kreuzung rechts und dann über den Reflexbogen. Den Reflexbogen, natürlich. Wo hab ich nur mein Gehirn? Wahrscheinlich hast du es zu Hause gelassen. Diese jungen Leute von heute vergessen einfach alles. Ist doch unglaublich. Ich stehe hier rum und erzähle dumme Geschichten. Dabei habe ich selber viel zu tun.
Halt! Ich muss da nach links. Na, der hat's ja eilig. Aua! Hilfe! Schreck, lass nach. Da lasse ich mich lieber überfahren. Die sind ja alle verrückt hier. Auweia, ich bin verloren. Auf Wiedersehen, Welt. Ihr Raudis. Mup, mup. Weg da, Pflaster. Die Spinnen, die Speedies. Wohl noch nie was von Vorfahrt gehört. Oje, Mini. Na, sind wir heute wieder ein bisschen spät? Tut mir leid, Chef. Ich bin völlig unschuldig. Sie haben sich alle auf mich gestürzt. Von vorne, von hinten, von rechts, von links, von überall. Von oben, von unten haben sie mich eingekreist, festgenagelt, überfahren, beinahe zerquetscht. Dass ich noch lebe, ist ein Wunder. Ich lass mich krank schreiben. Aber nur 4 Minuten. Ihr kommt gerade richtig. Das passt ja wunderbar. Und schön aufwickeln. Ach, diese Fließbandarbeit stinkt mir vielleicht. Heute ist Wandertag. Ich glaube links. Hm? Auf die Plätze. Fertig. Hallo, Freunde, nicht einschlafen. Oh, so hey, angeber. Wir sind dran. Ich hüpfe wie ein Känguru. Jetzt reicht! Über den Piepzoll! Ich rufe an und beschwer mich. Hier laufen so ein paar Idioten rum, die nehmen uns die Arbeit weg. Tut gefälligst was dagegen. Achtung! Ich muss mich beeilen. Da vorne kommt er. Und jetzt stürmen! Gib ab zu mir, na los! Und schön direkt spielen! Immer auf den Mann, komm! Nicht hinlegen! Tschüss, Leute! So ein Mist. Hier, Chef. Schneller ging's nicht. Mal sehen. Nervenboten zu den Muskeln zwischen den Rippen und der Brust. Jungs, da wird ein Husten verlangt. Ein bisschen Dalli. Puh, das war's. Auftrag ausgeführt. Ich bin eben doch der Schnellste. Seit ich losgeflitzt bin, ist nur eine 100stel Sekunde vergangen. Das soll mir erst mal einer nachmachen. Ha! Bitte nicht drängeln. Merkt euch eins. Jeder von euch hat eine Aufgabe, die nur er erfüllen kann. Blaster! Ab ins Auto! Deckel zu! Pass bloß auf! Aufgepasst! Achtung, ich rolle quer durchs Bild! Wieso passe ich denn da nicht rein? Hier klappt aber heute gar nichts. Drängeln ist sinnlos. Vergesst nicht, jeder von euch hat eine Aufgabe. Macht eure Augen richtig auf. Hör gefälligst auf zu drängeln, du Quadratschädel. Das ist mein. Nein, mein. Das ist mein. Aus dem Weg. Und hepp. Und auch hepp. Wo muss ich denn hin? Wo ist denn mein Platz? Und das nächste Mal haben wir wieder denselben Salat. Was soll's? Hauptsache, die Informationen kommen durch. Antreten, Jungs. Auf die Plätze. Schwert ab, rechts hat immer Vorfahrt. Hm.
Also her damit. Die habe ich aber reingelegt. Na, Kleiner, hast du keinen Zettel abbekommen? Ich gebe dir einen von meinen. Für mich? Vielen Dank, Monsieur. Halt! Kommt gar nicht in Frage. Das gehört mir, absolut mir und nur mir allein. Also gut, dann werde ich auch die Reflexstraße nehmen. Aha. Ich weiß, ich bin zu spät. Aber wer zuletzt kommt, meint immer zuerst. Das habe ich irgendwo schon mal gelesen, Chef. Kennst du auch den richtigen Weg? Der Kutscher kennt den Weg. Links auf die Reflexstraße und dritte rechts zum Rückenmark. Na, dann lauf, Junge, lauf! So eine Schifffahrt, die ist lustig, so eine Schifffahrt, die ist lustig. Hallo! Oh, Verzeihung! Hustenbefehl, alles klar. Impuls an die Rippenmuskeln sofort übermitteln. Macht euch auf die Socken! Achtung! Ihr sollt mir was husten! Das ist ein Befehl! Und bitte nicht drängeln! Immer schön der Reihe nach! Lassen Sie mich gefälligst durch, Sie Nasenbär! Ich bin genauso fleißig wie die anderen, oder? Ich versuch's trotzdem! Oh! Befehl zum Husten! Impuls kommt in wenigen Augenblicken in den Muskeln zwischen den Rippen an. Ausführung, Ausführung, Auftrag ausgeführt. Sieh mal, was wir können! Ja, und nicht wackeln! Vorsicht! Jetzt komm schon hoch. Oh, so eine Frechheit. Ich glaube, du tickst nicht richtig. Du verlierst ja die Hälfte. Ich finde, dass wir heute weniger tragen müssen. Ich muss zugeben, es kommt mir sehr gelegen. Ich bin heute sowieso nicht so gut drauf. Puh, ist das heute wieder schwül. Oh, sieh mal, da ist ja ein richtiges Fußballtalent. Wir transportieren doch jede Menge Sauerstoff. Ich verstehe nicht, wieso denn die Luft so dick ist. Ja, heute ist wirklich dicke Luft. Die müssten eigentlich reagieren, die da oben. Verstehe ich nicht. Was machen die denn nur? Es muss etwas eine Entscheidung treffen, meine Herren. Wir müssen uns einig werden. Streichel, streichel, streichel. Was ist denn nur los? Ist irgendwas passiert? Hey! Lauf, lauf, lauf. Die Lauferei hat uns müde gemacht. Ich schlage vor, mehr Sauerstoff zu produzieren. Dazu muss man den Herzschlag beschleunigen und die Atmung. Das weiß ich selber. Sind die Anweisungen unterwegs? Ja, ja. Schon lange. Dann prüf gefälligst nach, warum das nicht klappt. Sofort! Durchgang verboten. Aber ich habe eine wichtige Nachricht für das Herz. Ist mir doch egal, du wirst nicht zum Herzen gehen. Das Herz hat sein eigenes Nervensystem und alle Befehle müssen den Sympathikus passieren. Aber wenn ich doch eine... Ihr da? Mach, dass du zum Rückenmark kommst. In Höhe der Brust, kapiert? Bläh. Oh, so eine Frechheit. Wenn ich den kriege. Thank you.
Hui, Notbremse! Nicht immer in den Magen! Ich habe eine Botschaft vom Gehirn an die Nervenzellen des Herzens und dann gehe ich schlafen. Beschleunigung des Herzschlags. Pulserhöhung von 85 auf 100 pro Minute. Ausführung. Na los, ihr Penner, bewegt euch ein bisschen schneller. Und links und rechts 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 und links und rechts. Die Brummis sollten rechts fahren, wie auf der Autobahn. Steht ja auch in der Blutstraßenverkehrsordnung. So geht's viel besser. Hör mal, den verladen wir kräftig. Bitte folgen. Sehr schön. Mal sehen, wer als erstes Pflaster knutscht. Ein paar hübsche Schlupfe wird es schon geben. Anschneiden, es geht abwärts! Au, tut das weh? Was höre ich? Es muss wehtun. Oh, alarmiert die Schmerzgruppen. Sie haben absolute Vorfahrt. Na, Jungs, dann zeigt mal, was ihr könnt. Achtung, wenn ich komme, schmerzt es tierisch. Immer schön fegen, ja. Immer schön fegen. Oh! Anhalten, hier wird gefegt. Oh, alle meine Deckung! Oh! Hilfe, die Rockers! Nicht wie weg! Ah! Jetzt in den zweiten Gang. Klar, Chef. Oh, seid tapfer, Leute. Lasst mich hinter die Bank. Total beknackt, wie die Wildschweine. Völlig durchgedreht. Auf Tauchstation. Das sind doch die Trouble Angels, Chef. Die Schmerzboten. Die haben's eilig. Sie, warten Sie doch mal. Tut mir leid, Opa. Ich habe einen dringenden Auftrag zu erledigen. Ach so. Aber wen meint er mit Opa? Pierrot! Na, sowas? Wo es doch so weh tut, habe ich gedacht, ich komme mal vorbei und... Tja, das tut weh. Das Schienbein ist empfindlich, das stimmt. Aber zu viel Schmerzen sind auch nicht gut. Tut was gegen die Schmerzen. Kompanie, vorwärts, Marsch! Schmierseife ab! Mist! Ah, so ein Scheibenkleister. Diese verdammten Schmerzhämmer, wenn ich die erwische. Die versauen uns immer die Arbeit. Ich werde mich beschweren. Jawohl, wir Motorradfahrer sind immer die Dummen. Langsam fahren auf der Deltastraße. Es ist ein Stau im Rückenmark gemeldet.
Das waren wir nicht, ehrlich. Ich krieg euch schon. Hüpf, aua. Hüpf, au. Ah. Treibe Sport, aua. Und du bleibst gesund, aua. Ich muss mich mal einen Moment lang ausruhen. Ja, öfter mal eine Pause, das tut gut. Ja, ausruhen. Das finde ich klasse, denn ich bin ganz schön müde. Da braucht ihr gar nicht so zu gucken. Es ist nämlich ziemlich anstrengend, so durch den ganzen Körper zu sausen. Stellt euch nur mal vor, wie klein wir sind. Und für die meisten Strecken brauchen wir weniger als eine Hundertstel Sekunde. Oh. Wir sind in diesem Körper die Allerschnellsten und eine kleine Pause haben wir uns wirklich verdient. Nein, nein, mach dich wieder auf die Socken, mein Freund. Ausruhen kommt nicht in Frage, das geht nicht, nicht für euch. Los! Schweinerei! Na los, Beeilung! Tja, die Jungs haben Pech. Das Nervensystem kennt keinen Feierabend. Es gibt immer eine ganze Menge zu tun. Man muss fühlen, sehen und hören. Und alle diese Informationen müssen aufgenommen und ausgewertet werden. Wenn es ausgewertet ist, muss der Körper reagieren. Auf die bestmöglichste Art und Weise, versteht sich. Da vorne ist Ihre Schule. Bravo! 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 Guten Tag. Bravo. So, 3 plus 6 gleich 9. Bravo! Bravo. Oh. So, 5 plus 4 ist auch 9. Bravo! Bravo! Oh! Schreib doch einfach noch eine 1 vor die 9, dann stimmt's wieder. So, super! Bravo! Bravo! Bravo. Und so. Bravo! Bravo! Ja. Verschwinde, du! Nimm das mit! Und jetzt will ich euch einmal zeigen, was man sonst noch machen kann. Das machen wir so. Das versteht doch kein Schwein! Dumme Knallköpp! Mit dem Gehirn kann man viel machen. Da zum Beispiel. Achtung, Tiefflieger! Ja, leider auch das. Oder auch das da. Das Gehirn kann alles Mögliche erfinden. Wenn es sein muss, ja eine Jürtel um die Erde. Hä? Ja, da bist du am Gucken, aber das ist noch lang nicht alles. Nur pass auf. Oh! Das ist der Van Gogh. Oh! Und das der Picasso. Sie ist die Jung und das ist der Beethoven persönlich. Die Nervenzellen des Gehirns. Hier ist das Befehlszentrum für unser Verhalten, für unsere Empfindungen, aber auch für unsere Träume, unsere Gefühle, für unsere Kreativität, für die Persönlichkeit. Ist das schwarze Kunst? Oder ist alles ein Ergebnis von Chemie, von Zucker, von Eiweißen und vielem anderen mehr? Die Antwort darauf ist nicht leicht. Es ist wirklich ganz großartig, was die Nervenzellen so alles leisten. Was unser Gehirn so alles kann. Also ihr, die ihr ein Gehirn habt, denkt mal drüber nach. Man kann das Beste daraus machen oder das Schlimmste. Denkt mal darüber nach, meine Freunde. Denkt mal darüber nach.